Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute haben wir für euch einen Blick in den Maschinenraum von AIDA Nova. Dann gibt es Delfingeschichten und dann hat Tatjana Peres einen Gruß. Viel Spaß! Wenn ich mit meiner Familie an Bord bin, dann sind wir ja eigentlich immer in den ganz normalen öffentlichen Bereichen. Und deswegen ist es auch für mich umso spannender, wenn man mal die Chance hat, hinter die Kulissen zu gucken. Und besonders in den Maschinenraum. Tolle Kollegen haben wir da. Guck mal. Mein Name ist Gerhard Hoffmann und ich bin der Leitingenieur dieses Schiffes, der AIDA Nova, Vorgesetzte von ca. 75 hochspezialisierten Technikern. Wir sind natürlich hier für die gesamte Technik auf diesem Schiff verantwortlich und ihr werdet gleich sehen, diese Technik ist recht komplex, sodass ein Einzelner natürlich nicht alles überblicken kann. Wir teilen uns in Spezialgebiete auf und jeder ist für seinen Bereich verantwortlich und das Ziel muss natürlich sein, dass dieses Schiff sicher von A nach B fahren kann und unsere Gäste viel Spaß haben und unsere Crew sicher auf diesem Schiff arbeiten kann. So, aber jetzt genug der ganzen Dinge, jetzt geht's los, jetzt gehen wir in den Maschinenraum. So, was wir hier haben, gehört alles zur Abwasserbehandlung. Sehr, sehr komplexes und aufwendiges System, um aus dem Abwasser wieder klares Wasser zu machen, was man trinken könnte. Wenn ich dir am Ausgang der Anlage ein Analyseblatt in die Hand drücken würde und würde dir nicht sagen, wo es herkommt, sagen, möchtest du das trinken, würdest du sagen, ja, gib her, ist toll. Machen wir natürlich auch nicht. Aber es wäre absolut trinkbar. Übrigens in den Raumstationen wird es genauso gemacht. In unserer Erde auch nicht anders. Ne? Wir geben das in die Erde, wird im Prinzip aufbereitet und wir trinken es wieder. Kann man trinken, perfekt. Gutes Wasser. Was wir hier sehen, ist eine zweite Wassermaschine, Wasserproduktionsmaschine. Was wir da hinten haben, ist die sogenannte Mineralisierung. Also da werden dann praktisch Mineralien zugesetzt. Oder vorher ist noch ein Sandfilter. Diese vier Sachen sind die Sandfilter, wo also noch feinste Schwebteilchen abgesetzt werden können. Diese Röhren, die man da sieht, sind die eigentlichen Osmose-Systeme mit diesen ganz, ganz feinen Poren. Der Rest sind Pumpenfilter. Es wird auch getrackt, wird also abgespeichert als Wert, geht auch sofort als Land, wird dort abgespeichert. Dass ich also auch sagen könnte, am 18. Dezember 2018 kannst du davon keine Bauchschmerzen bekommen haben, weil der Wert genauso perfekt war, wie er immer perfekt ist. Wenn wir Bilgenwasser haben, können wir das hier durchlaufen lassen, können das Öl trennen, Öl abscheiden und das gereinigte Wasser nach außenbords geben. Da natürlich viel Schindluder mitgetrieben werden kann, sind die hier so hoch abgesichert, hoch elektronisch überwacht, dass man also keinesfalls Öl ins Meer schieben kann. Hier ist eine hydraulische Stange, Hydraulikzylinder, der hier diese Einheit drehen kann. Das hier ist praktisch die Tasche, in dem der Stabilisator draußen drin liegt. Und wenn wir jetzt diesen Kopf da drehen, können wir den Stabilisator so ausklappen. Ne? Und der wird dann praktisch über Elektronik angesteuert, kann seinen Winkel ändern und je nach Lage des Schiffes arbeiten die Stabilisatoren dann. Wir haben mal auf der Probefahrt, kann ich mich noch erinnern, mit einem Ingenieurskollegen haben wir da mal dran gedreht. Sollten irgendwas ausprobieren und sagen, dann machen wir mal 5 Grad oder so. War like hell. Also voll in die Schräglage. Also enorme Kraft, die du da erzeugen kannst.
Jetzt haben wir euch einen wunderbaren Ausflug aus Madeira mitgebracht, Delfine beobachten. Und wenn man die Leute vor Ort fragt, man kann da immer Delfine sehen. Das heißt, es lohnt sich immer, dahin zu fahren. Wunderschöne Tiere. Und für euch heute hier unten drunter könnt ihr Bilder posten von euren schönsten Tierbildern von unseren Reisen. Und jetzt Delfine gucken. Wer unsere Gastkünstlerin Tatjana Peres kennt, weiß, sie ist ein echter Wirbelwind. Und dementsprechend ist auch ihre Grußbotschaft geworden. Liebe Freunde, ich vermisse euch. Mir fehlt das Theater, das Pooldeck, das Publikum, also ihr. Und bis es wieder losgeht, muss ich natürlich in Form bleiben und übe jeden Tag. Nach oben, mit mir! Oh, 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 oh. Auf baldiges Aida-Sehen, eure Tatjana Peres. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von Bord mit der wunderbarsten Musik und diesmal eine Spezialkollektion aus dem Jahr 2010. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. This is gonna take